Sie haben meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Los weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das. Pavillon müsste ja draußen sein, ne? Sollte so sein, ja. Sind wir wieder draußen, Jan. Die Frage ist aber tatsächlich, ob mit Pavillon tatsächlich ein Pavillon gemeint ist. Sondern? Und nicht nur eine Überdachung, weil nicht, dass wir nachher da alles absuchen und wir tatsächlich nach irgendeinem Wintergarten oder sowas suchen. Okay, ich habe hier irgendwie so einen unterirdischen Keller gefunden. Könnte okay. Das sein? Das kann natürlich sein. Gibt es hier noch mehr von den Kellern hier? Oder ist das jetzt der einzige? Guck mal, hier kann man sogar Licht machen, das ist doch mal. Aber wenn das Licht denn funktionieren würde, okay. Ah, guck mal, hier war Feuer abgesperrt. Dann müssen wir bestimmt hierher, oder? Warte. Ja, ich denke schon. Weil hier war ganz am Anfang des Spiels. Hier waren wir ja ganz am Anfang des Spiels. War hier der Bereich abgesperrt. Ja, dann würde ich mal sagen, da müssen wir hin.
wo wollten wir jetzt hin? Nach Maragliano? War das richtig? Ich glaube schon, ja. Ja, Maragliano ist dann, soweit ich das sehe, hier hoch. Oder? Nee. Ja, hier sind wir falsch, okay. Dann müssen wir die andere Richtung. Aber dieses Schild steht irgendwie komisch, oder? Egal. Gehen wir mal hier hoch. Wird schon richtig sein. Ja, was? Hola. Ja, wir spielen noch. Krass. Krass, krass. Bin er dem Schild gefolgt? Ich kann dir da jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht helfen. Übrigens, Silvia hatte sich jetzt gemeldet. Da kümmere ich mich dann gleich drum. Silvia? Die Gewinnerin von gestern? Ach so, ja. Das ist doch gut. Oder um es genau zu nehmen, weil ich ja nicht weiß, wann der Teil hier auf YouTube erscheinen wird. Die Gewinnerin von Blind Win. Vom letzten. Was soll denn hier im Pavillon sein? Aber Pavillon ist ja eher klein, oder? Es ist eine relativ kleine Überdachung, ja. Oder halt ein relativ kleiner Wintergarten. Ah. Was war denn hier? Oh mein Gott. Alles wird weiß. Sie war zu allen freundlich, auch zu mir. Immer wenn ich sie sah, habe ich mich ein wenig besser gefühlt. Die kranken Kinder haben mit ihr gelacht und gespielt. Aber sie durften mir keine Angst machen. Ihr dürft René nicht stören. Sie ist eine Prinzessin. Das wisst ihr doch, oder? Sie erzählte Geschichten und sagte etwas von einem Krieg da draußen. Und ich bekam Angst.
Am Abend würden sie kommen und mich suchen. Niemand hätte mich beschützt. Nicht einmal du, Charlotte. Oder? So, hier ist Kapitel 12. Sollen wir hier Pause, Ende machen? Ja, hier sollten wir Ende machen, genau. Okay.